Hallo YouTube und willkommen zu einem frühen, kurzen Einblick in Star Wars Angry Birds. Und zwar habe ich das eben schon auf dem iPhone entdeckt. Im App Store findet man es nur umständlich, indem ihr euch in irgendein anderes Spiel, Angry Birds oder so, schnappt, dann auf den Entwickler geht, diese Rovio Entertainment Limited, und dann taucht ihr die Übersicht und ganz am Ende für 2,69 auf dem iPad, wahlweise auch 89 Cent auf dem iPhone, taucht da jetzt das auch für heute angekündigte Star Wars Angry Birds schon auf. Und ich schlage einfach mal zu. Und los geht's. Wer sich jetzt wundert, warum ich hier keinen Sound drin habe, das ist ganz einfach. Da kam jetzt das, wäre jetzt das Star Wars Theme gekommen und also die Titelmelodie, und da ist LucasArts bzw. Disney sehr, sehr restriktiv auf YouTube. Wenn ich da nicht direkt mein Video markiert werden bekommen möchte, muss das leider so laufen. Aber wir können ja mal weiter gucken. So, an der Geschichte wird sich schön orientiert. Leia gibt R2 die Daten oder Vogel 2. Das Piggy kommt auch drin vor. Aha, ziemliche Zeitsprünge. Okay. So, wir werden aufgeklärt. Der rote Vogel fliegt einfach wie normal. Einfach irgendwo drauf. Linien in Rot gehalten diesmal. Ja, sehr anspruchsvolles erstes Level. Ja, wir haben es geschafft. Musik ist auch was anders. Das Rebel Alliance Zeichen, auch nett. Ein paar Level später gibt es anscheinend jetzt wieder ein neues Video. Das kommt uns auch sehr bekannt vor. Wir treffen also auf Obi-Wan oder der kann. Ah, der macht eine Machtschockwelle. Und zwar da wahrscheinlich dahin, wo wir. Ah, erst landen, dann tippen oder im Vorbeifliegen. Wir finden es einfach mal raus. Das? Wieso? Moment. Das hat er sich abgebremst. Das war jetzt nicht so im Sinne des Erfinders. Machen wir mal, ja, keine präzise Landung. Ich will den jetzt eigentlich nur da vorne landen lassen. Ja. So, und wenn ich jetzt drücke, dann passiert nichts. Okay. Der ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. Ah, okay, im Vorbeiflug. Dann kommt die Machtwelle. Wenn ich auch nah genug am Schwein bin, wird das Schwein davon auch beeinflusst. Das nächste Level sieht schon anspruchsvoller aus. Hier haben wir jetzt die Schweinesturmtroopers, die anscheinend auch treffen. Und ich fliege jetzt mal mit Absicht da in so ein Ding rein. Und ja, wenn man von denen getroffen wird, das ist nicht gut. Schön, dass sich die Schweine inzwischen auch mal wehren können. So. Ha! Und jetzt klappt auch noch die Machtwelle, wenn der Jedi-Vogel gelandet ist. Und wir kommen zur nächsten Videosequenz. Da haben wir schon die beiden Droiden. Ah, nein, wir werden geupgradet. Wir bekommen jetzt auch unser Lichtschwert. Das bedeutet, Säbel, Säbel, zum Hindernisse wegschnetzeln. Gut, testen wir es direkt aus. Ich fliege einfach mal wieder mit Absicht hier einfach rein, zücke mein Schwert und Sim. Ja, sehr schön. So, mein Fazit nach, sagen wir, 10 bis 15 Minuten rumspielen, rumexperimentieren. Angry Birds Star Wars hat sich auf jeden Fall im Kauf gelohnt. Das alte Angry Birds Feeling ist wieder da. Die könnten wahrscheinlich die gleichen Level nochmal machen. Nur in der Star Wars-Optik würde es sich für mich als Star Wars-Fan lohnen und wahrscheinlich auch als für jeden anderen. Allein, dass da jetzt Lichtschwerter drin vorkommen, Stormtroopers, die zurückschießen und.
Man ist scharf darauf, natürlich rauszufinden, welche Vögel kommen sonst noch. Gibt es einen Darth Vader, Schwein und. Was können die anderen Vögel? Sehr toll. Von mir gibt es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. 2,89 Euro für die iPads. Sieht auf jeden Fall Bombe aus. 89 Cent für iPhone und iPad. Wer es günstiger haben möchte, damit macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Wer noch nie Angry Birds gespielt hat, dann natürlich auf jeden Fall die Star Wars Version direkt kaufen. So, das war's. Macht's gut vom frühen Morgen. Bis denn. Tschüss.